Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Bei der Cobra geht es weiter mit Ausgabe 97. Das wird eine etwas längere Folge, denke ich mal, weil wir nämlich die Karosserie mit dem Innenraum und allem zusammensetzen, aber noch nicht die Hochzeit. Wir befreien mal die Teile, die wir bekommen. Das hier drüben machen auf dem Teppich. Ich habe jetzt mir immer noch keine Schere hier hingelegt. Schande. So, mir erstmal hier die Kleinteile. Was wir machen sollen. Ich hole euch mal etwas näher ran. Okay, also wir haben hier das Lüftungsgitter. Ich brauche dann doch wieder die andere Brille. Wenn es dann so fein wird. Ja, es ist schon mal vorgebogen. Dann biegen wir hier die nach unten. Das ist das Luftfilter. Kommt hier rein. So, dann kommt die Chassis. Der Luftfilter wird hier hinten eingebaut. Stimmt das? Wird da so reingesetzt. Das sitzt da stramm drin. Drücken Sie in das Luftfiltergehäuse und biegen Sie lassen. Stecken Sie dann das Gehäuse wie gezeigt an seine Position, Luftstromeinlass an der Unterseite des Chassis. Haben wir gemacht. Gut. Dann kommt das erstmal wieder beiseite. Wir machen nämlich jetzt den Tankdeckel. Wir nehmen als erstes dieses Teil mit diesen Nieten, Schrauben oder was auch immer das ist, nach oben und setzen den Verschluss hier oben auf. Dann kommt der Deckel hier rein. Und der Verschluss kommt hier drauf, Klapp, Verschluss zu. Gut, das Chassis kommt weg, weil wir brauchen jetzt das Karosserie. Und blub. Fahren wir die Tür. Weil wenn bei mir was knackt, muss man immer ein bisschen gucken. Bei mir knackt es auch manchmal Teile, die nicht knacken sollen. Dann kommt das Ganze hier drauf. Wird von der Unterseite mit einer OP02
ist befestigt. Jawohl. Na, komm raus. Manchmal fallen einem die Schrauben nur so entgegen. Und manchmal wollen sie nicht. So. Dann halten wir das hier so fest. Und da unten seht ihr das Schraubloch. Ich kann es euch jetzt nicht allzu gut zeigen, weil ich sonst die Windschutzscheibe beschädige. So. Spritze drin. Deckel zu, Verschluss. Alles Verschlusssache. So, als nächstes muss ich mir jetzt was einfallen lassen, weil ich muss das Ganze ja jetzt umdrehen. Ich habe zwar so ein paar Sachen, aber die sind leider ein Ticken nicht, also ein Ticken zu niedrig. Tja, was tun? Mal schauen, weil ich soll nämlich jetzt hier der Kofferraum kommt da rein. Der hat wahrscheinlich etwas gelitten. Hier noch mal ein bisschen unterstützt, damit er stabil bleibt. So, dann haben wir hier vor ewigen Zeiten auch mal diese Platte bekommen. Mit dieser Platte wird das hier mit zwei OD05 Schrauben. Die Ode an die 5. So rum. Ups. Es ist hier eine Einkerbung drin.
Da steht aber nicht wie rum, also kein Hinweis. Probieren wir es einfach mal. Lass mal gucken, dass die Schraube wieder hier drauf kriegt. Drehen wir das, halten es ein bisschen. Das hat schon mal funktioniert. Das wird jetzt auch funktionieren, ne? So, der Kofferraum funktioniert. Also, so wie das auf den Bildern aussieht, haben die die Scheibe gar nicht dran. Zumindest ist das so nicht daraus ersichtlich. Jetzt nehme ich mal hier meinen Schrauben. Box, die ich hier habe. Ups. Dann machen wir das Ganze mal. So und vorne noch etwas Weiches drunter. So. Sieht das Ganze doch schon ein bisschen besser aus. Anschließend kommt der Kraftstofftank. So, jetzt so soll das Kabel da rein. Das soll hier hinten rein. Alles hier hinten rauskommt. Mal gucken. Mit zwei OD05 Schrauben befestigt. Also hier auf den
So, klack, klack. Ups, bleibe ich doch hier. Vom Stativ hängen. Jetzt kommt das nächste. Also wir nehmen die Kabel mal hier so nach oben. Als nächstes die Sitzgruppe hier rein. Sitze. Mal gucken, dass wir die vorsichtig da zwischenkriegt. Denn hier noch so hängt. Ob es hier noch irgendwo hängt. Das sieht jetzt erst einmal, den ersten Blick ganz gut aus. Jetzt brauche ich wieder, sagen wir, OD05. Wird jetzt hier hinten festgeschraubt. Anderen Seite nicht die Schraube runterschmeißen. Okay, dann das wird vorne noch nicht verschraubt. Offenbar noch nicht.
Okay. Jetzt drehen wir das Ganze etwas wieder rum. Weil ich brauche nämlich hier. Da habe ich dieses Teil. Hinten drauf, da ist so eine Aussparung. Kommt dann okay, ups. Also, ich habe hier, ich muss jetzt hier füllen. Dann muss das da zack rein. Habt ihr jetzt leider nicht gesehen, das musste da so. Ja, überrollmäßig, also so musste reingesteckt werden. Jetzt haben wir nämlich hier, da kommt nämlich jetzt dann der Überrollbügel. Das wird hier miteinander befestigt und der Überrollbügel wird auf der Unterseite mit zwei OD10 Schrauben befestigt. Ist halt immer schwierig, wenn man dann so viel Zeug schon montiert hat, das wird dann mit der Zeit sehr unhandlich. So, und bevor mir der Kofferraum immer ständig auf und zu klappt, wird er kurzerhand verklebt. Blub. Dann bleibt der zu. Ich kann jetzt gucken, dass ich das hier irgendwie gedreht bekomme. Hier unten sind zwei Schraublöcher. Merkt ihr was? Ich bin nervös. So, jetzt ruhig bleiben. Beißt nicht. Sehr schön, die erste Schraube ist. Und dann kriegen wir die zweite auch noch gebacken. Mein geschraubt. Zack.
habe ich hier einen hässlichen Spalt. Das sitzt aber irgendwie nicht so. Ich kann den aber auch nicht weiter nach hinten drücken. Oh, Was machen wir da? Erstmal nichts, da kann man vielleicht am Schluss dann mal gucken. So, dann brauche ich zwei OP08 Schrauben. Dann bitte ich das Ganze dann, ich drehe es mal rum. Das jetzt hier zusammengeschraubt. OP08. Da haben wir sie. Sitzt ein bisschen unter Spannung. Aber jetzt ist fest. Gut. Ja, fein. Kann man das jetzt hier gerade mal wieder wegräumen, weil diese Ausgabe ist fertig. So viel Chaos liegen. Muss ich noch mal ein bisschen zudecken. Jo, das ist also jetzt der aktuelle Stand. Puh, halbe Stunde. Aber es lohnt sich wirklich. Also Thorsten, du hast recht, Torsti, das ist wunderbar. Hier hinten muss ich halt mir noch mal was überlegen, was ich da mache. Ich könnte hier unten was reinkeilen, dann schließt sich der Spalt. Muss ich mal schauen. Ah, Telefon. So, das ist jetzt der aktuelle Stand. Nach dieser Folge 97. Ja, es sind ja jetzt dann noch 3 Folgen offen. Da wird noch so einiges passieren, unter anderem auch die Hochzeit. Ich freue mich schon. Ich sage Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ansonsten sage ich noch einmal vielen Dank, bleibt gesund, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Rick.